Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 17.05.2022. Und unser DAX war zum Montag recht früh dran. Hat viel Ruhe mitgebracht und erstmal nur die Netze ausgeworfen. Es ist noch eigentlich nichts passiert. Wir haben fast nahezu identischen Tagesschluss zum Vortag. Liegen etwas tiefer an der Abstand zur fallenden Trendlinie nahezu unverändert. Und damit geht eigentlich die gleiche Einschätzung wie zum Vortag erneut. Wir hatten uns gestern so ein bisschen damit beschäftigt, okay, wann und so weiter, was muss er machen, um rauszukommen. Eine Bedingung war, über die 1460, 50 da weiter nach oben zu arbeiten, auch über die 1400 weiter oben zu arbeiten, um hier vorzukommen. Und wir hatten gesagt, auf der anderen Seite wäre so ein Wegrutschen unter 14.000, unter 13.69 schon so ein Warnsignal, dass es wieder Richtung 13.800 und 13.725 gehen könnte. Der ist dann so träge in den Handel reingekommen, also der hat sich also ultra langsam bewegt. Das war schon wirklich so ein bisschen Zeitlupen-Charakter mit dabei. Da hatten wir dann auch in unseren Updates, ne, für die Leute, die Updates noch bekommen, habe ich mal auch geschrieben. Also ich gehe davon aus, dass er, wenn der und ein neues Tagestief bei 900 fällt, dass dann auch nicht wirklich was passiert und der sich eher wieder zurückschiebt. Das hat er dann auch getan, hat sich dann wieder zurückgeschoben an seine 69 und dann eben auch auf der Oberseite des Gap zum Vortag geschlossen. Ja, und dann war erstmal Feierabend. Nun geht es zum Dienstag weiter. Identische Ausgangslage, gleiche Bilder, gleiche Interpretationsweise, auch aus dem Tageschart gibt es ja jetzt erstmal nichts, was dagegen spricht. Das heißt, grundsätzlich hat er schon die Chance, positiv auf seinen Abwärtstrendbruch, möglichen Bruch zu reagieren. Ja, das heißt, er müsste jetzt hier über die 14.100, könnte dann mal weiterlaufen. Die 14.180, 14.200 bleibt wichtig, die wir gestern besprochen haben. Ja, hatten wir uns im Tageschart angeguckt, warum das da so wichtig ist. Das war dieses Kreuz. Ne, ihr erinnert euch. Das heißt, das ist eine wichtige Zone, wo man nochmal drauf achten sollte, wie reagiert der Markt. Und hier darüber sind auch 270 und 300 dann eben wieder erreichbar. Soweit die Oberseite. Auf der Unterseite wäre auch zum Dienstag jetzt ein erneutes Abkippen. Unter 14.000, unter 13.69 eher ein Warnsignal, dass er nochmal nach unten was probieren will. Sollte er dann weitere Tiefs setzen, würde ich auch davon ausgehen, dass es diesmal dann auch tiefer geht, eben nicht nur bis 8.60, sondern dass er dann auch schon mal die 8.30, 800 auslotet und gegebenenfalls dann Richtung 7.20, 7.25 tendiert, um hier eben einfach das Gap zu schließen. Das heißt, das kann stehen bleiben, das kann stehen bleiben. Die Grundlage oder die Basis hat sich überhaupt nicht verändert, weder im Tageschart noch im Stundenchart. Ne, auch die Tageskerze sieht jetzt nicht aus nach einem, ja, da muss man nichts hinterfragen, was man vorher analysiert hat. Das passt ja alles noch, sieht eigentlich genauso aus wie vorher. Nur, dass das Kreuz sich jetzt ein bisschen sperrt, ne? Die nächste Kerze ist ja noch eins daneben. Das heißt, hier prallen bei 14.160 und bei 14.190 nun spreizt der Widerstand hier auseinander, damit es kein direkter Kreuzwiderstand mehr. Und das macht es natürlich für den DAX dann leichter zu passieren, ne? Es ist leichter, durch zwei einzelne, etwas weiter auseinanderliegende Widerstände durchzukommen, als durch zwei, die sich nahezu auf gleichen Punkt clustern. Vielleicht hat er deswegen am Montag noch nicht losziehen wollen. Gucken wir mal jetzt, wie der Dienstag läuft. Aber wie gesagt, Einschätzung bleibt soweit gleich. Er hat sich jetzt nichts getan. Ja, das ist einfach so ein kleiner Schiebetag dazwischen, um eben die Geduldigen so ein bisschen zu provozieren und vielleicht auch einzufordern, aktiv einzufordern, ne, von denjenigen, die gerne mal einfach Geduld verlieren. Und bei vielen Daytradern ist eben Geduld genauso dieses Kryptonit, ne? Das ist so der einzige Punkt, die größte Schwachstelle, die die meisten haben, dass sie dann eben viel zu früh auch Trades abbrechen und so weiter und so fort. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch ein bisschen dazu diente, dort den einen oder anderen schon wieder aus den Positionen rauszulocken. Ja, gut, also wir lassen die Einschätzung so stehen. Alles gut, bleibt so. Wünsche ich euch viel Erfolg zum Dienstag. Und dann hören wir uns zum Video für morgen wieder. Bis dahin, tschüss.